Yo, hallo Leute und willkommen zu einer neuen staatstreuen Folge von Beholder. Wie schon angekündigt, werden wir jetzt erstmal den Bericht schreiben über Frau Dora Noel. Dora Noel lebt in Wohnung, keine Ahnung, muss ich gleich mal nachschauen. Schlaflos, zack. In welcher Wohnung leben Sie denn, Mrs.? Sie wohnen in Wohnung Nummer 1. Sind weiblich? Familienstand, wohnt alleine, aber ist verheiratet und ist Musiklehrerin. Alles klar. Senden und $450 dafür bekommen. Das ist ein Anfang. Habe ich sonst noch irgendwelche Informationen? Eigentlich nicht. Und für die von Wegfühl fülle ich das nicht aus. So, nächster Schritt. Wie geht es Martha? Anna, sag mir Bescheid. Wie geht es Martha? Erfahren, was passiert ist. Martha und ich waren bei einem Professor. Er ist Kinderspezialist. Es sieht schlecht aus, Karl. Er meinte, sie hat eine Lungenentzündung. Oh shit, mit einigen Nebenwirkungen. Sie hat eine schwere Lungenentzündung. Mist, woher kommt das? Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das daran, dass wir im Keller wohnen. Vielleicht wegen der nahegelegenen Minen. Was soll ich tun? Sie muss unter der ständigen Kontrolle eines Arztes sein. Man führt, da führt man zu viele Untersuchungen durch und wendet selten Antibiotika an. Martha muss vielleicht sogar operiert werden. Oh mein Gott. Der Professor sagt, er würde alles machen, was wir benötigen. Für $30.000. Niemals. So viel kriege ich doch niemals. Oh mein Gott. Gut, Gitzwetzki, du hast jetzt die Arschkarte. Ich brauche dein Geld. Die Summe ist hoch, Anna. Ich weiß, Karl. Das Leben unserer Tochter steht auf dem Spiel. Oh mein Gott. Patrick, jetzt hast du wirklich die Arschkarte. Sorry. Aber, nee, echt nicht. Du verdirbst mir jetzt aber nicht Patrick. Ist das... Ich bin mir gerade nicht sicher. Gehst du schon wieder hoch? Na, ich glaube, ich komme schon wieder nicht in deine Dreckswohnung rein. Dass der nie studieren muss. Patrick geht doch auch öfters in die Schule. Da, komm schon, geh heim. Geh nicht dahin. Nein, nein, nein. Ach, verdammt, ich krieg nicht deine Wohnung. Ich krieg keine Infos über dich. Dora, was wollen Sie? Fragen, was sie will. Was wollen Sie? Das ist ein sehr privates und vertrauliches Thema, Karl. Ich bin so eine Art Expertin in persönlichen Problemen. Wieso bin ich eine Expertin? Ein Experte, bitte. Ich habe nachgedacht und meine Möglichkeiten abgewogen. Mein Ex-Mann, er war nur gegenüber mir zu mutig. Und an die Waffenfabrik. Die nennen ihn löchriger Arsch. Hä? Kontext. Und alles nur, weil er mal ein geladenes Gewehr fallen gelassen und sich damit in den Hintern geschossen hat. Für ihn war das nur ein Kratzer, der in einer Woche schon weg war. Aber er hat mich ein halbes Jahr lang fast jeden Tag geschlagen. Ach du Schande. Außerdem hat er seitdem Probleme auf der Arbeit, weil er gerade jetzt Angst vor Schusswaffen hat. Also, Karl, ich brauche eine Schusswaffe. Es ist der einzige Weg, wie ich mich gegen meinen verrückten Ex-Mann wehren kann. Echt jetzt? Schusswaffenbesitz und Benutzung sind verboten. Richtig, weiß ich. Ich bin in Todesgefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich das bekommen könnte. Ich bin mir sicher, dass das kein Problem für Sie ist, Karl. Werden Sie mich retten? Ich werde sehen, was ich machen kann. Entschuldigung, schluck auf mal wieder. Ich werde höchstens mal schauen, aber ich werde nicht allzu viel Geld für dich ausgeben. Das ist echt schlimm. So, auch wenn du schläfst, ich weiß, du wolltest vorhin was von uns. Oh Mann, schaut euch mal an, wie traurig die Kleine ist. Oh mein Gott, das bricht mir mein Herz. Mein armes, eiskaltes Herz wird gebrochen von dieser Kleinen. Also nicht mehr über den Krieg sprechen und so weiter. Mann, 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 was hier alles schon illegal ist. Leo Gitzwedig. Ansprechen. Mein Name ist Karl. Ich bin Hausmeister, der sich um das Haus kümmert. Ich danke Ihnen, dass Sie Pensionäre aufnehmen. Ich bin Leo Gitzwedig und ich bin in einer wichtigen Angelegenheit für einige Tage hergekommen. Was hat Sie nach Helmer gebracht? Ich bin so glücklich, zum ersten Mal in meinem ganzen schweren Leben. Ich habe in der Arbeiterlotterie gewonnen. Ich bin zu der Preisverleihung gekommen. Ja, und? Ah, jetzt seid ihr. Fragen, was er will. Was möchten Sie? Ich brauche Ihre Hilfe, Karl. Morgen werde ich zur Verwaltung gehen müssen. Es wird eine Preisverleihung geben. Ich bin ein einfacher Mensch, der in der Fabrik arbeitet. Ich habe im ganzen Leben noch keinen Anzug getragen. Ich habe einen zweiteiligen Anzug im Beerdigungsgeschäft gekauft. Aber es gibt keine Krawatte dazu zu kaufen. Es gibt auch keine Krawatten im Kaufhaus. Können Sie mir helfen, eine Krawatte zu finden? Jede wäre in Ordnung. Ich bin momentan einfach nicht in der Lage, einkaufen zu gehen. Ich werde versuchen, mir etwas einfallen zu lassen. Sie werden mir sehr helfen. Ich werde Sie dafür bezahlen. Oh, jemand, der ganz viel Geld bekommen hat. Und der weiß sicher nicht, wie man damit umgeht und wie viel man uns dann gibt. Vielleicht gibt er uns gleich 10.000, 20.000 für die Krawatte. Das wäre so nice, dann könnten wir Martha retten. Habe ich nicht noch irgendwo eine Krawatte? Habe ich in meinem Inventar eine Krawatte? Nee.
Ich habe alles außer eine Krawatte irgendwie. Oh Mann. Rosa Ranik, ich könnte sie immer noch aus dem Zimmer werfen, aber eigentlich bringt mir das auch nichts. Zwei Brillen, Briefe, Mann, das bringt mir alles nichts. Oh, Anna, haben wir zufällig irgendwo eine Krawatte? Kann ich nicht mit dir reden? Du weißt doch, wo wir unser Zeug lagern, Anna. Gott, Zahnbürste, noch so ein Müll. Was haben wir hier drin? Krawatten? Nein, auch nicht. Oh, ein kleines Kinderbuch. Wow, so viele Briefe. Wie, zieht er schon aus? Irgendwie zieht er wahrscheinlich... Was, der zieht schon aus? Ich habe keine Infos über ihn bekommen. Shit. Oh mein Gott, das habe ich ein bisschen verkackt. Hörer abnehmen, einen privaten Anruf annehmen. Schönen Nachmittag, Karl. Hier ist George Stanton. Ja, das ist der von dem hier. Woher haben Sie meine Nummer? Unsere Einheit hat überall Freunde. Ich möchte nichts mehr hören, bis Sie mir erklärt haben, von welcher Einheit Sie da reden. Ich habe eine Familie. Ich muss wissen, wo ich da hineingerate. Sagen wir, dass wir versuchen, die Welt zu verbessern. Mit der derzeitigen Regierung geht es einfach nicht. Sie wissen ja, dass die derzeitige Regierung zu keiner Änderung bereit ist. Wie heißt Ihre Einheit? Die Einheit der selbstbewussten Revolutionären? Neuer Morgen. Warum sind Sie so sarkastisch, Karl? Möglicherweise sind wir gerade beste Freunde geworden. Nein, bestimmt nicht. So kommen Sie an das Geld, das Sie so dringend für Ihre Familie benötigen. Woher weißt du das? Wow. Was, wenn ich Ihr Angebot ausschlage und Sie anzeige? Ich fürchte, Ihre Ablehnung würde unangenehme Konsequenzen für uns beide haben. Ich wiederhole, wir haben überall Freunde. Ich wusste es, hinter Ihrem Gerede von einem neuen Morgen steckt etwas. Man kann auch Eier kochen, ohne sie zu zerschlagen. Sie haben Kinder und wissen, was es bedeutet, sich selbst für das Wohl der künftigen Generation aufzuopfern. Sie bitten an, jemanden anderen zu opfern, mich zum Beispiel. Nicht unbedingt, Karl. Sie müssen nur zustimmen und bereit sein, unserer Revolution zu helfen. Ich sehe, dass ich keine andere Wahl habe. Was wollen Sie von mir? Finden Sie in Ihrem wundervollen Haus eine Wohnung für unseren treuen Kameraden. Er heißt Antoine Grubitsch. Er wird eine Woche lang in dem Haus übernachten. Okay. Ich frage jetzt erstmal nach der Person. Wenn die ein Sicherheitsrisiko ist, ist das ein anderes Problem. Wer ist diese Person? Antoine ist sehr wichtig für unsere Einheit. Er ist ein ausgebildeter Drucker und wird viele Flugblätter drucken, die sich gegen das derzeitige Staatssystem richten. Wenn sie ihn decken, schulden wir ihnen etwas. Wir wollen in naher Zukunft in die Fabrik bestreiken und brauchen diese Flugblätter unbedingt. Ohne sie funktioniert das nicht. Was bekomme ich denn dafür? Das ist das Wichtige. Was bezahlen sie? $3000, das wird der Beginn unserer Zusammenarbeit sein. Okay, darüber können wir sofort reden. Ich brauche gerade jeden Penny für Martha. Soweit ich das überblicken kann, habe ich keine Wahl. Antoine Grubitsch, sagen Sie. Ich werde sehen, was ich tun kann. Toll, Karl. Seien Sie vorsichtig. Oh, so viel zu lesen. So viel zu lesen und so viele Quests. Okay, nächste Quest. Ich hole mir jetzt erst einmal eine Krawatte von ihm hier. Die sind hoffentlich nicht so teuer, oder? Ich meine, wir reden von einer fucking Krawatte. Ja, klar. Die Pistole kannst du dir mal sonst wohin stecken, Dora. Die darfst du schön selber kaufen für 6000. So, jetzt lesen wir noch die Post von heute. Nicht identifizierte Personen in weißen Roben haben sich in das Universitätsgremium geschlichen und Miroslav Pepper gezwungen, einige Wörter an die Tafel zu schreiben, die seine Ehre und Würde verletzten. Professor Pepper trat von seinem Amt zurück und wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei der Festnahme gab es 11 Tote. Wow, Professor Pepper, berüchtigt für seine Bestechung und niedere Taten, hat endlich etwas Nützliches getan. Er gab zu, die Bildung zu untergraben, anstatt sie zu fördern. Schande über jene, die Studenten in den Krieg schicken. Ja, schon richtig so. Schande über diese Leute. Aber irgendwie kriege ich das Gefühl nicht los, dass das was mit ihm zu tun hatte. Aber ich konnte seine Wohnung nicht durchfilzen, das kotzt mich an. So, über die Krawatten reden. Ich habe eine blaue Krawatte für Sie gefunden. Ist okay, oder? Genau das Richtige. Danke, Karl. Ich hoffe, 300 werden Ihre Kosten decken. Oh, ja, eigentlich nicht. Aber danke, Leo. So, dann schauen wir mal kurz. Haben Sie Ihr Geld vielleicht hier einfach versteckt? Kann ich da vielleicht einfach was klauen? Schauen wir mal, schauen wir mal. Und hier lassen wir schon mal den nächsten... Oh, schon wieder... Wow, 3, 4... So viele neue Leute. Oh mein Gott. Okay, fangen wir... Gott, ich mache jetzt erstmal das. 4 neue Leute, ich habe 3 freie Wohnungen. Schauen wir mal, wie ich das mache. Schallplattenkamm handeln. Okay. Also, wir haben schon mal einige Infos, die wir wieder an den Start verkaufen können. Mal sehen, ob wir noch mehr bekommen. Fäustlinge, Angel... Oh, er angelt.
Buch, ein Fußball. Boah, geil. Mehr Infos über dich. Alle Infos kann ich verkaufen. Ich glaube, die Ranex, da werde ich jetzt mal seine Frau erpressen, weil sie hat ja geweint und das ist ja illegal. Das ist zwar ein bisschen arschig, aber ganz im Ernst, ich brauche gerade das Geld. Und ich wollte schon immer mal hier in diesem Spiel einen Erpresserbrief schreiben. In dem Sessel hast du nichts. Sag mal, wo hast du dein Geld versteckt? Doch nicht auf der Bank. Für so intelligent halte ich dich nicht. So, dann überwachen wir dich hier schön im Schlaf. Und hier bauen wir dann noch eine Einsackkamera hin. Und dann haben wir nur noch einen Teil, das wir schnell untersuchen müssen. Hoffentlich bevor er kommt. Oder wird er gerade nur abgeholt, der Alte? Der alte Sack wird nur abgeholt. Okay. So, Fabrikszutrittskarte. Nach einer Reihe von Explosionen wurden alle Fabriken zur Sperrzone erklärt. Für die Zutritt wird eine Zutrittskarte benötigt. Oh mein Gott, mit der könnte ich garantiert geile Sachen anfangen. Aber sowas von garantiert. So. Also, Gehirn und Hufe muss ich noch mit ihm reden. Dann, gute Nachtgeschichten. Sorry, Anna, aber das hat derzeit die geringste Dingens. Antoine Krubitsch muss ich auch einquartieren. Angst und Hass war, dass sie eine Schusswaffe bekommt. Sorry, aber ich kann mir keine Schusswaffe für dich leisten. Es ist einfach nicht drin. So. Mr. Antoine Profil, Wohnung 4. Leo Gitzwedig, Familienstand, lebt allein, Beruf Drexler. Das da rein, das da rein, das da rein und das da rein. Oh, 650, männlich. Nice, wir bekommen Geld. Beleg an sehr geehrter Herr Karlstein, wir möchten Sie informieren, dass Ihr Sohn Patrick Stein wegen der Nichtzahlung der Studiengebühren von der Uni verwiesen wurde. Er wurde in Mine Nummer 3742 als Hilfsarbeiter eingeteilt. Ministerium für Verteilung. Wie? Ich muss eine Strafe zahlen, dass ich keine 15.000 zahle? Alter, die Regierung kann mich mal. Gut, ab jetzt helfe ich jegliche Person, die gegen die Regierung ist. 2.000! Oh mein Gott. Gott, ist das teuer. Shit, shit, shit. So, Erpresserbrief an Rosa Ranek. Adresse Wohnung Nummer 3. Verstoß von 6047 von, wann ist das geschrieben? Am 7. September. Und der Beweis ist, sie haben geweint. Und wenn sie nicht wollen, dass die Polizei davon erfährt, legen sie 1000 Dollar an den Blumentopf am Fuß der Treppe. Senden. Perfekt. Erpresserbrief versendet. Nice. So. Leo, reden wir mal wieder. Nach der Stadt fragen. Eigentlich interessiert mich die Stadt, bla bla bla. Stadt, das ist gerade nebenbei Wissen. Ich will gerade die spannenden Sachen lernen. Ah, da gibt es gerade nichts Neues, Spannendes. Das muss ich mal reparieren. Und ja, ich kann dir nicht helfen, Dora. Sorry, aber ich kann dir nicht helfen. Du bist auch hier ein bisschen verwirrt wegen dem Dingens. Au, oh, Rosa Ranek, jetzt bin ich aber gespannt, wie ihre Reaktion sein wird, wenn sie den Erpresserbrief sieht. Da bin ich jetzt gespannt. Schauen wir mal. Hat sie den Brief schon bekommen? Macht sie sich Gedanken darüber? Gib mir 1000 Dollar oder ich erpresse dich damit. Überleg dir das gut, Rosa Ranek. So, Leo, was möchtest du von uns? Was wollen Sie denn? Was möchten Sie etwas? Ich brauche einen Rat von Ihnen, Karl. Ich bin wirklich verwirrt. Heute habe ich Geld, aber ich bin nicht sicher, ob ich richtig gut damit umgehen kann. Geben Sie mir einen Rat, Karl. Wie soll ich das Geld ausgeben? Oh mein Gott, jetzt muss ich wirklich mein Gewissen befragen. Ich könnte jetzt sagen, in Rinder investieren, damit ich meine Quest fertig habe. Dann investiere nämlich in Hörner und Dingens. In Fremdwährung investieren. Also persönlich wäre meine Meinung, in Fremdwährung investieren. Allein deswegen, weil dieser Staat nicht mehr lange funktionieren kann. Das kann einfach nicht funktionieren allzu lange. Mein Gewissen sagt mir, aber ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld für Martha. Ich brauche das Geld. Eigentlich habe ich keine andere Möglichkeit. Oder lasse ich Ihnen die Verwandten investieren drin da. Sie wissen bereits, dass wir Probleme mit Lebensmitteln in unserem Land haben. Ich bin sicher, dass hier eine Investition sehr profitabel sein wird. Darüber hinaus plant eine Firma, Hörner und Hufe, eine abfallfreie Produktion einzuführen.
Das Fleisch wird verkauft, der Rest zu Sülze verarbeitet. In der Sülze? Ja, sie wollen die Sülze zu einem Nationalgericht machen. Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Oh, das kostet mich 500 Autoritätspunkte. Ja, nimm's. Ja, da bin ich absolut sicher. Die Sülze wird eines Tages ein Nationalgericht werden. Nein, wird's nicht. Sülze schmeckt nicht. Ich habe Geld für die Quest dafür bekommen. So. Wieso? Du ziehst doch jetzt nicht aus. Meistens sind die Räume immer nur so krass highlighted, wenn die Leute ausziehen. Wieso ziehst du jetzt schon aus? Oh, verdammt. So, dann lassen wir hier jetzt halt einfach jeden einziehen, der einziehen will. Annelitsch. Also wirklich der Reihe nach hier jeden einziehen. Margaret Zugauer. Wen haben wir noch? Rowena Petrak. Suche Mietwohnung nahe Fabrik. Langzeit. Und eine Wohnung haben wir noch für Antoine Grubitsch, den ich einziehen lassen sollte für den Widerstand. Gut, dann haben wir jetzt lauter neue Leute. Wahrscheinlich zu viele auf einmal. Ich werde da nicht hinterherkommen. Das sehe ich jetzt schon wieder. So, den Hörer abnehmen, bevor was passiert. Einen privaten Anruf annehmen. Danke, Karl. Ich werde Geld auf Ihr Konto überweisen. Ich bitte Sie, Kamerad Grubitsch, so gut wie möglich zu helfen. Er arbeitet an einer wichtigen Sache. Helfen und spionieren Sie. Haben Sie verstanden, wovon ich spreche? Wieso soll ich Grubitsch ausspionieren? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Es ist eine schwierige Zeit. Vielleicht wird er verleumdet oder zur anderen Seite überlaufen. Schützen Sie ihn, Karl. Lassen Sie ihn nichts tun, dass er nicht mehr geändert werden kann. Ich werde in ein paar Tagen anrufen, um zu erfahren, wie es läuft. Okay, Antoine, du bist jetzt auf meiner Liste. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können mit ihnen. Boah, so viele Leute jetzt auf einmal, so viele neue. So, drunten ist jetzt halt wer eingezogen? Der schlüpfrige Typ von diesen allen. Okay. Und ich habe fast nirgends mehr Kameras. Ich brauche echt mehr Kameras. Ich kann meine Miete ja kaum bespitzeln. So, ansprechen. Ich bin Karl, der Hausmeister. Andrzej Rota wartet darauf, eingezogen zu werden. Sind Sie ein Freiwilliger? Jawohl. Okay. Mehr Kontext? Oh mein Gott, er könnte eine Waffe haben, die, wo ich Duelland geben könnte. Das wäre eine Idee. Über Neuigkeiten sprechen. Gibt es etwas Neues? Ich werde das nächste Mal ein Haus mit einem stummen Hausmeister aussuchen. Okay, ganz ruhig. Über den Krieg sprechen. Wollen Sie in den Krieg ziehen? Ja. Warum genau? Wollen Sie Ihr Vaterland verteidigen oder ein Held sein? Ich möchte nur Leute umbringen. Psycho, Psycho. Dafür ist Krieg die beste Zeit. Verdammt, sei mein Vater. Er hat dafür gesorgt, dass Sie mich nicht auswählen. Aber ich habe mich mit diesem Problem befasst. Haben Sie keine Angst, getötet zu werden? Ich werde die besten Waffen zum Schutz haben. Dafür wird mein Vater schon sorgen. Im schlimmsten Fall werde ich einen lebenden Schild verwenden. Was bist du denn für ein Psycho? Oh mein Gott, aber Kämpfer für den Staat. So kommen wenigstens feindliche Kämpfer nicht bis zu uns. Es gibt Schlimmeres. So, was haben wir hier? Sie telefoniert, aber das ist jetzt nichts Auffälliges. Antoine, da brauche ich jetzt lauter Kameras bei dir. Da komme ich nicht drum rum. Deswegen brauche ich noch 2, 3 Kameras. Sein Zimmer will ich komplett highlighted haben. Und sie... Sie sieht noch relativ normal aus, aber ich habe noch nicht mit ihr geredet. Gut, dann fangen wir mal an. Reden wir mit der Tussi. Unter Verdacht. Folgen Sie Antoine Grubitsch. Genau, machen wir. Oh, und ich muss mal schauen, ob ich da unten schon mein Geld habe von Rosa Ranek. Rowena Petrake. Ansprechen. Ich bin Karl, der Hausmeister. Ich bin Rowena Petrake. Endlich habe ich doch noch eine gute Wohnung in der Nähe der Fabrik gefunden. Ich arbeite am Förderband und das ist sehr anstrengend. Deswegen habe ich keine Energie, etwas anderes zu machen. Ich hoffe, dass Sie die Wohnung mögen. Natürlich! Funktioniert der Feueralarm in der Wohnung? Sie arbeiten einwandfrei. Ich überprüfe Sie ständig. Warum fragen Sie? Ich arbeite an der Fabrik und mag es, Maschinen zusammenzusetzen. Machen Sie sich also keine Gedanken, wenn es hier nach Lützen riecht. Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Okay. Ein bisschen verdächtig. Ein bisschen. Über die Arbeit sprechen. Es ist eine interessante Aufgabe, das Förderband zu bedienen. Was genau tun Sie? Ich baue die Hausgerätmotoren zusammen. Sie müssen denken, es ist unweiblich, aber es gibt eine Menge Frauen in unseren Werken. Wir veranstalten oft Wettbewerbe in der Gerätemontage. Und es war eine Frau, die den Rekord in der Kategorie Waschmaschinen gebrochen hat. Das ist sehr interessant. Haben Sie auch Wettbewerbe, wer eine beste Suppe kochen kann? Wow, Karl, bitte. Das ist eigentlich genau mein Humor. Ich habe den perfekten Charakter hier bekommen. Sehr witzig, Karl. Männlicher Humor. Wenn eine Hausfrau in den Staat regieren würden, würden die Leute nicht hungern. Das stimmt wahrscheinlich. Unsere Schichtleiter ist auch eine Frau. Sie denkt sogar darüber nach, in die Politik zu gehen.
Im Gegensatz zu männlichen, jetzt geht's wirklich los, Politikern, die schon unangenehm sind, sind Frauen in der Politik einfach ekelhaft. Warum? Denn genau wie beim Weihnachtsmann handelt es sich um imaginäre Figuren in unserem Land. Ihre Ansichten über Frauen sind so liberal, dass sie völlig aus der Reihe tanzen. Ihr Chauvinismus macht mir wirklich Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Sehr typisch. Ach komm schon, Karl! Gehen Sie, Karl. Jetzt habe ich mich gerade echt nicht beliebt gemacht. Reden wir mal über das Wetter. Der Himmel ist nur einmal, zweimal in der Woche klar. Das ist so klischeehaft. Migräne im Herbst. Wetter wegen der Migräne. Ah, da ist sie aber wirklich typisch, Frau. So. Oh, wir können hier bei unserem Militärstypi mal spionieren. Vielleicht finden wir wenigstens Infos, die ich verkaufen kann über ihn. Wir haben nur noch 49 Stunden, 48 Stunden. Angst und Hass, was war das nochmal? Dara Noel, genau. Ach, wir wollten ja die Waffe bei ihm, wenn er eine hat. Was hier klinge, hat er nichts. Also der ist sowas von garantiert gefährlich. Also wenn es da nicht ein Möbelstück gibt, wo irgendwas Gefährliches drin ist, würde es mich wundern. Taschenuhr, eine wertvolle Taschenuhr. Lovenna ist auch gerade aus dem Haus rausgegangen. Fußball und Geige, okay, nicht schlecht. Dann kann ich oben danach gleich mal ihr Haus durchsuchen. Und danach Anton Grubitsch, der hat eigentlich die höchste Priorität. Aber der verlässt das Haus leider nicht. Oh, wie unerwartet, er ist gefährlich. Neue Regierungsanordnungen erhalten. Ich kann gerade nicht nachschauen. Ich muss darauf schauen, dass der Kerl nicht geht. Oh, ich kann sein Haus gleich verwanzen. Schnell. Alles hier anschauen. Zwei Räume noch zum Checken und dann muss ich nach oben und bei ihm lauter Wanzen anbringen. Auswärts. Molotow-Cocktails. Okay, what the heck? Und die sind nicht illegal. Oh, so viel zu tun. Ja, habe ich jetzt viele Infos über ihn. Boah, ich könnte richtig reich werden mit dem Kerl. Wenn ich da alle Infos an den Start gebe von Aneji Rota, möchte in den Krieg ziehen, um Menschen zu töten. Ja, das ist eine gute Info. So, Kamera 3. Kamera 3. Ich will hier wirklich alles sehen. Alles, was in seiner Wohnung vorgeht, will ich sehen. Wenn die ihn schon verdächtigen, dass er möglicherweise auf die falsche Seite überläuft, muss ich davon ausgehen, dass es da wirklich Potenzial ist. So, noch eine Kamera anbringen. Oh, da unten trinkt jemand Wein. Dora Noel trinkt Wein. Noch eine Info, noch mal ein bisschen Geld. Vielleicht bekomme ich sogar noch das Geld für Martha zusammen. Flugblatt, blaues Hemd, Handtuch, Ausweis. Okay, nichts allzu Spannendes gerade. Was haben wir hier? Fisch! Oh, aber eigentlich ein Fisch ist mir egal. Das ist jetzt halt nicht komplett kritisch, dass wir irgendwas dagegen machen müssten. So, was hast du noch? Ein Schiffsmodell. Stiefel, Schiffsmodell. Bis jetzt ist relativ unspektakulär. Wein und eine Brille. Den Fernseher kann ich nicht anklicken. Dann gehen wir dahin. Tennisausrüstung. Okay. Na gut, das sind bis jetzt halt ungefährliche Informationen. Und was haben wir noch? Wir haben noch Kunstkopien. Okay. Und ein Buch. Passt. Dann schreibe ich jetzt die zwei Berichte über ihn hier unten und ihn hier oben. Oh, die neue kocht auch gerne, gut zu wissen. So, die ich noch nicht befragt habe, die uralte Omi, oder? 60, ja, fast schon Omi. Okay, oh mein Gott, das Spiel geht währenddessen weiter, shit, da habe ich ja gar keine Zeit dafür. So, wie heißt der? Wohnung Nummer 6, fangen wir da an. Also, Antoine Grubitsch, Wohnungsnummer 6, wohnt alleine. Männlich, Grubitsch, Druckereimeister. Druckereimeister mit verschiedenen Sachen. Senden. Okay, dann Profil erfassen. Von, zurück. Wie heißt die Rowena Petrake? Rowena, nee, von ihr weiß ich ja noch nichts. Von wem? Von dem Antion Rotha, genau. Der in Wohnung Nummer 2 wohnt. Wohnung Nummer 2. Männlich, Familienstand, wohnt alleine. Ich überziehe gerade volle Kanne, ich habe schon lange nicht mehr auf die Zeit geschaut. Danach ist Schluss hier. Arbeitslos, alle Informationen da rein. Zack, zack, zack. Boah, 1400 nur für die Infos, geil. Richtig nice. So, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Au, der macht was Illegales. Aber gut, wissen wir ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch bitte ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Part und tschüss. Sorry, ich musste das ein bisschen schnell machen. Ich habe voll überzogen. Tschüss.